So, jetzt bin ich bei der zentralen Geschäftsleitung. Untersuche den Sektorenlift. Halt nicht gerade beim Lift. Wohl eigenständige Wesen oder Phasen eines schnellen Evolutionsprozesses sind. Willkommen zurück, Direktorin. Oh. Ist doch der Sektorlift. Im Fahrstuhl wurde es stockdunkel. Da war irgendetwas. Es griff nach ihr, wollte, dass sie handelte. Es war ein Notruf. Faden spürte den Ertrinkenden. Einen Hunger im Dunkeln. Untersuchungssektor. Untersuchungssektor, also. Da sollten wir mal hin. Oh nein. Nee, dann ab nach unten. Also, wo ich gerade mit ihm gefahren bin, war ja noch in Ordnung. Kaum laufe ich zurück, ist er. Okay, Pause. So. Achso, ich muss auch machen. Oh. Hä? Ach so. Aha, erkunde den Untersuchungs. Hallo? Ist jemand da? Wohl nicht. Ja, doch gleich hier, die ganzen Viecher hier. Sieht sehr viel voller aus als der Rest der Behörde. Okay. Also, Akten. Wasserspender, Prozedere. Okay. Hier. Vermisste Agenten. Mr. Kirkland, hier ist eine Liste der neuesten Agenten, die nach gestricktem Unglück als vermisst gemeldet und für tot gehalten werden. Jonathan Connor, Agent. Ezra Cruz, Forscher. Caroline Dempsey, A. Agentin. Lindsay Malcolm, Agentin. Charles Murray, Agent. Derek Shah, Agent. Wir benötigen Ihre Unterschrift auf dem Kondolenzschreiben, oh Gott, bevor diese an die jeweiligen Familien geschickt werden können. Sobald weitere Fälle bestätigt werden, informieren wir sie umgehend. Auf ihre Nachfrage hin hat ein Netzwerkingenieur überprüft, wie viele Fälle digitale Sicherheitskopien vorliegen. Unglücklicherweise war eine große Anzahl an aktiven Untersuchungen noch nicht archiviert worden. Und es existieren nur die Exemplare auf Papier hinter der Brandschneise. Ich befürchte, dass diese verloren sind. Wir haben noch eine Hotline. Wake, Baden, Baden im Fahrstuhl. Ach, das hatten wir ja gerade. Das war Wake. Warte mal, hatten wir uns das alles angehört? Das war, glaube ich, nur kurz, oder? Warte mal. Im Fahrstuhl wurde es stockdunkel. Da war irgendetwas. Eine Präsenz. Jesse Faden konnte es hören. Ein Rufen. Es klang schwach. Es drang aus einem dunklen Ort. Faden war feinfühlig für Visionen. Sie hatte sie ständig. Von ihrem Leitstern und dem alten Direktor. Sie war die perfekte Empfängerin, als wäre sie dafür geschaffen. Faden hielt inne. Sie spürte dieser Kraft nach, die ihre Umwelt veränderte. Ganz subtil. Sie wollte Aktion. Das gefiel Faden nicht. Polaris spürte es auch. Sie verteidigte Jesse nicht so wie damals gegen das Zischen. Sie war also nicht böse. Und die Übertragung nicht feindlich. Sie war stark, kam aber von weit weg. Und die Entfernung schwächte sie. Es war ein Notruf. Faden spürte einen Ertrinkenden, der verzweifelt entkommen wollte. Sie spürte noch etwas. Einen Hunger im Dunkeln. Ähnlich wie die böse Resonanz. Er wartete. Verzweifelte Taten konnten schlimme Konsequenzen haben. Deshalb
Nicht wegen der Verzweiflung des Mannes folgte sie dem Ruf. Das Licht im Fahrstuhl ging wieder an. Die Dunkelheit verblich wie eine Erinnerung. Auf der Steuerkonsole gab es einen neuen Knopf. Untersuchungssektor. Faden drückte ihn. Die Fahrstuhltüren schlossen sich mit gewohnter Lässigkeit. Interessant, interessant. Hier haben wir nochmal Wake gesehen. Traktors Satzbemerkungen. Rückschritt schreiben. Funktioniert nicht. Warte, mache das. Wahrscheinlich irgendwo an eine Giganogger. Eine was? Eine Giganogger? Schriftverkehr. Was ist hier? Ach. Aktuelle Lage in Kodrenik. Erstmal hier alles einsammeln. Alter, da habe ich jetzt hier viel zu lesen. Ja, wer fleißig bei mir Alan Wake geguckt hat, der weiß, glaube ich, was, aber naja, ich habe. Wer weiß, um was es geht. So, wer Alan Wake ist und die ganzen Sachen da. Der kann sich das eventuell zusammenreimen. Komm hier nicht rin. Oh nein. Geh weg hier. Geh durch. Hä? Uff. Kistoninspektion. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Ja, ich muss mal drin sein. Muss man mal. Mal hier nicht rausspringen. Ja, dann brauchen wir mal hier dieses Ding. Komm her. Nimm dich mal raus und schieb dich woanders hin. Ja, nur eine Lesefolge heute hier. Heute hier. Okay, ich muss hier gleich rein. Ich bin kein Detektiv, aber hier ist definitiv was passiert. Absolut, nein. Vielleicht müssen wir hier weiter. Ich erstmal hier das Wichtigste hier erstmal. Nein, das Wichtigste hier erstmal vorlesen. Also. Hm.
Blessed Organization. Diese Gruppe, dieses Individuum entgeht schon seit Jahrzehnten, vielleicht auch länger, den wachsamen Blicken der Behörde und beweist einen Grad an Geschick und Vorsicht, den man bei parakriminellen Gruppen nur selten sieht. Nach Durchsicht älterer Fälle wurden mehrere Erwähnungen ihrer seiner Aktivitäten im Laufe der Jahre entdeckt. 2016 wurde eine Produktionsfirma namens Blessed Pictures mit dem Fall eines gewandelten Objektivs sowie dem Tod eines Agenten, der illegalen paranatürlichen Materialien ausgesetzt war, in Verbindung gebracht. 1994 war ein Mann namens Chester Blessed, der in Los Angeles Vorträge hielt, in die illegale Nutzung eines gewandelten Objektivs involviert. 1988 wurde ein Unternehmen namens Bless Repair und Service verdächtig, in dem Fall eines Objektes der Macht involviert zu sein und es vielleicht sogar erschaffen zu haben. Keines der Unternehmen und keines der Individuen konnten je gefunden werden. Allerdings ist ihre Verbindung zum Auftauchen von gewandelten Objekten und Objekten der Macht so offensichtlich, um als Zufall abgetan zu werden. Es wurde ein Haftbefehl für alle Personen ausgestellt, das mit der Blessed-Organisation involviert sein konnten. Ethische Untersuchung. Nicht so wichtig. Underhills Vorgeschichte. Dr. Raya Underhill ist Professorin an der University of Woodrow im Vereinigten Königreich, wo sie Biologie mit besonderem Fokus auf Botanik unterrichtet. Dr. Underhill hat bereits mit der Behörde zusammengearbeitet und war als Parabotanikerin im Forschungssektor des Ältesten Hauses stationiert. Sie hat ihren Dienst ohne Vorfälle oder Fehlverhalten absolviert und wird von ihren ehemaligen Kollegen, darunter auch Dr. Darling, hochgelobt. Dr. Underhill unterhält keine bekannte Beziehung zu parakriminellen Organisationen und hat, seit sie die Behörde verlassen hat, nicht gegen ihre Verschwiegenheitserklärung verstoßen. Ihr ziviles Leben ist ebenfalls ideal, mit Ausnahme einer fortlaufenden persönlichen Beziehung mit Dr. Darling, die scheinbar während ihrer Zeit als Kollegin im Forschungssektor begonnen und seitdem mit Unterbrechung Bestand hat. Entschuldigung, oh Gott. Je nach Dauer ihrer Arbeit im Ältesten Haus müsste beide Parteien eventuell zu einem beziehungsfreie Abgabeformular unterschreiben. Diese Untersuchung hat keinen triftigen Grund gefunden, Dr. Darlings Antrag abzulehnen. Dr. Underhill kann vorübergehend angestellt werden, um eine Lösung für das Problem des Fungus-Grenzbereichs zu finden. Ja, da, ja. Offizieller Untersuchungsbericht. Untersuchung des Direktors. Oh, ich habe keine Lust, so viel zu lesen. Hier alle noch. Traktor-Zusatzbemerkung. Traktorprozedure. Schriftverkehr. Rücktrittsschreiben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich reiche mit großem Zorn bedauern meinen Rücktritt als Leiter des Untersuchungs. Man, das ist wegen der Zeit, ey. Im Federal Bureau of Control sein. Diese Anhaltung der bla 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 und so. French, ja, ja. So, wir müssen jetzt weiter hier. Kennen wir uns? Das kommt mir bekannt vor. Ich kann nicht. Ich hab vergessen. Es tut mir leid. Mein Name ist Alan Wake. Uff. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Kenne ich Sie? Ich bin Ihr Freund Tom. Tom Zane. Machen Sie sich keine Sorgen. Tom? Der Dichter. Der Taucher, Sie sehen anders aus. Das war nur eine Rolle. Ein Charakter. Der Protagonist meines alten Films. Ich bin Filmemacher. Ein Künstler wie Sie.
Wir arbeiten zusammen an diesem Projekt. Eine künstlerische Kollaboration. Sie brauchen einen Drink. Blick hoch. Gib Biss. Endlose Dunkelheit. Nichts hält still. Aber wir sind nah dran. Sie schreiben. Wir haben einen Fluchtweg gefunden. Diesmal klappt es. Schreiben? Sie haben den Ausweg. Nein. Nein. Moment. Da ist etwas. Mein Doppelgänger. Er ist da. Ich habe ihn gesehen. Ja. Kein Grund zur Sorge. Ich kümmere mich um ihn. Alles gut, mein Freund. Ich mach das schon. Sie kennen ihn? Was zur Hölle? Hey, kommen Sie. Sie verstehen mich falsch. Das war Alan Wake. Der Autor, der seit dem AWE, von dem ich gelesen habe, vermisst wird. Was macht er hier? Gute Frage. Und Thomas Zane war bei ihm. Der Dichter. Ach, nein, Filmemacher war der. Das kann ich mir nie merken. Ich quere das Ocean View Hotel. Oh. Da steht da Janitor. So. Wunkado. So, ich kann ich auch machen. Ich geh nochmal. Ah. Vergessen Schlüssel? Sieht so aus. Dr. Emil Hartmann, verschlungen von hungriger Dunkelheit, wurde zum Ding, das mal Hartmann war, lief Amok. Tötete alle in Reichweite, lauerte, schlich umher, wartete. Dann kam etwas anderes. Eine Resonanz. Das Ding, das mal Hartmann war, veränderte sich erneut. Ja, da kann ich ja einfach nur rüberfliegen, oder? Oha. Dahin schaffen ist so eine Frage. Thank you.
Ding jetzt besiegen oder wie ist das? Ich bin ja wieder tot hier, das ist scheiße. Ach, ich hab... keine Ahnung. So, jetzt beginnen wir das jetzt nochmal von vorne. Und dann fliege ich mal dahin. Wo das Gelbe ist, also auf den nächsten Steg da. Ey, ist jetzt nicht wahr! Oh, na da. Hier fliegt er so hin. Hui. Ah, egal. Ist daneben, wahr, Mann. Du flieg. Was macht ihr denn da? Hier, stirb endlich. Was ist das jetzt hier? Mach mal Augen zu. Kommt gleich. Ah, sag ich doch. So, nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Muss ich sagen. So, wir springen hier endlich mal rüber. Komm mit Stücke, schaffst du noch. Ja, endlich. Gruselig, feucht und verlassen. Warum wollte Wake, dass ich hierher komme? Was, faulig, feucht und verlassen? Okay. Die beschreibt ja genau mich. So, naja. Oha. Sie wird ihre Klos. Also hier steht eine Überraschungsbox genau vom Klo. Wie soll man da bitte drauf gehen? Wenn ich da war, ne? Ja. So. Da. Sieht nicht aus wie eine Verschiebung. Will ich das überhaupt wissen? Nein. Ja doch. Ja doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Komm, wir wollen das alle wissen. Ach ja. Oh, hier, na, Kontrollpunkt. Könnte ein bisschen länger dauern. Oh, boah, was? Sieben? Kacke! Mit dem Bob hin. Na, er schießt denn hier auf mich nochmal? Oh. Und komme ich überhaupt durch? Nö. Hm.
meine Null. Ach, hier ist es mit dem. Uff. Huch. Oh, nervt mal jetzt hier die rum hier. Ja, nee, ist klar, na nee. Oh, hier sind viele blaue Teile. Mann! Uff. Schön vergessen. Auf Dings zu drücken. Weg. Sag mal, voll klar. Hey, ja! Kann doch wohl alle nicht wahr sein. Wieso bin ich schon wieder tot? Mann, ich. Lass mir alle zu. Komm aus allen Ecken hier. Mimi. Ich brauch Pullover-Punkte. Oh, bevor ich sterbe. Mann, lass mir doch mal in Ruhe. Wo sind die ganzen blauen Punkte hin, Mann? Sind da, wo die alle rumkeuchen und fleuchen. Oh nein. Yay! Mann, Alter, Let's Play. Ist nur tot. Nur tot ist das.